1, 2, 3, los geht's. Warum, weshalb, wieso wir eine lange Pause hatten, abrupt, wie es Michael geht und wie es in Zukunft bei uns auf unserem Kanal aussehen wird. Das erzählen wir euch heute in diesem Video. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde, auf unserem Kanal Living and Travel. Ja, ihr habt lange nichts von uns gehört und wir haben auch lange nichts von uns hören lassen. Haben uns auch nicht erklärt, sondern es gab eine ziemlich abrupte Pause und wir wollen heute mal mit euch über die Gründe sprechen und wie es auch in Zukunft bei uns hier weitergeht mit dem Kanal, ob es weitergeht und so weiter und so fort. Ja. Also, nach den Dänemark-Videos hatte ich ja so eine Identitätskrise mit YouTube, weil ich nicht zufrieden war mit der Frequentierung der Videos. Es gab sehr nette Kommentare, es wurde auch sehr viel gelobt. Vielen Dank dafür, das hat mich sehr gefreut, weil ja, gerade hatte ich mir für diese Videos auch sehr viel Zeit genommen und mir auch Mühe gegeben und es war schön, dass das auch so angekommen ist. Also es lag wohl nicht an der Qualität unserer Videos, sondern es lag eben ja an dem, wie soll man sagen, an der schlechten Frequentierung, weil wir halt eben uns nicht gut genug auf YouTube vermarkten sozusagen. Wir gewisse Dinge eben auch nicht so in Anspruch nehmen möchten wie diese Clickbaits und ja, dadurch dann halt eben die Vermarktung auf YouTube sehr schlecht läuft. Wir im Ranking ganz hinten sind und wir auch nicht mehr auf den Startseiten gefunden werden, sondern nur noch also über Abonnenten oder man muss uns halt eben suchen, indem man eben Schlagwörter wie Reisen nach Dänemark mit Wohnmobil und so weiter eingibt. Und ja, ich, das geht ja schon eine längere Zeit. Ich hatte ja darüber schon hin und wieder mal gesprochen, dass ich mir da auch schon immer mal Gedanken drüber gemacht habe. Aber dann nach den Dänemark-Videos war so ein Punkt da, wo ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich noch Lust habe, muss ich ehrlich sagen. Und dann brauchte ich einfach so ein bisschen ein Stück weit mal auch Zeit und Ruhe, um in mich zu gehen. Dann kam Michaels Geschichte dazu. Der kriegt morgen ein Organ entfernt, ein Organ weniger, morgen Nachmittag. Gallenblase ist doch kein Organ, oder? Nee, ist das kein Organ? Ich weiß die Galle? Nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Anhängsel von der Leber. Anhängsel. Auf jeden Fall kommt die raus morgen und Michael ging es jetzt die letzte Zeit nicht wirklich gut. Und das hat mir auch große Sorgen bereitet und dann hat man halt überhaupt gar keinen Drive, irgendwo Videos zu machen auch und auch so die Gedanken mal zu sammeln und mal nachzudenken, wie wir dann überhaupt jetzt weitermachen wollen, weil er auch alles jetzt sich geändert hat. Unsere Reisen für dieses Jahr sind gestrichen, die wir machen wollten und so weiter und waren halt erstmal jetzt andere Dinge wichtiger. Und die Zeit brauchte ich und wir haben uns auch nochmal zusammengesetzt und haben uns dann ja darüber gesprochen, wie wir das in Zukunft handhaben wollen. Naja, und so war das jetzt. Ja, angefangen hat das eigentlich, also ich habe mich dann hinterfragt, ich habe gesagt, ja, ich sag ja immer irgendwo, wir wollen das aus Hobby machen und es soll ein Hobby sein. Und dann habe ich mich selber gefragt, ja, was regst du dich dann so auf oder was ärgert dich das dann so, wenn du wenig Zugriffe hast? Dann kann es dir doch eigentlich egal sein. Ich meine, 800 Zugriffe auf ein Video ist ja auch nicht so schlecht, könnte man sich dann sagen. Und ja, das hat sich dann auch widersprochen. Und man ist dann aber in so eine Maschinerie halt irgendwie reingeraten. Das ging halt irgendwie los mit der Monetarisierung. Ja, das passiert automatisch. Du fängst an, weil du sagst, oh, komm hier, da stellen wir mal auf YouTube aus, dass auch ein paar andere sehen können, was wir für schöne Urlaubsreisen machen oder so. Und so peu à peu rutschst du in diese, ja, Monetarisierungsgeschichte mit rein und dann geht's los mit Followern und Klicks und hin und her.
Ja, und du merkst das gar nicht, wie du dahin in die Richtung abdriftest und machst dich davon immer mehr, wie soll ich sagen, abhängig, mehr oder weniger. Dir geht's gar nicht. So, ja, schon so ein Stück weit, ja. Ja, es geht gar nicht mehr so darum, dass du dein Video da, sondern wie viel Klicks du damit kriegst und wie viel Follower und was man noch alles zeigen muss, damit wir Klicks kriegen. Nein, nun hat sich YouTube auch sehr, sehr stark die letzten Jahre verändert. Ja, sicher. Als wir angefangen haben, war das alles ganz, ganz anders. Da wurden die ersten kleinen Kameras ausprobiert. Da gab es die ersten, so kleinere Videos, Reiseberichte auch von vielen Urlaubsberichte und so weiter und so fort. Und dann fing das ja auch an, dass immer mehr YouTuber dazugekommen sind. Und dann fing das an, dass die YouTuber dann angefangen haben, wöchentlich Videos auszustellen. Und die dann gemerkt haben, durch diese Regelmäßigkeit, durch diese Algorithmen, die dann halt eben dadurch auch bedient werden, dass das Sinn macht. Und dann haben immer mehr damit angefangen, wöchentlich Videos auszustellen. Am Anfang war es sogar zweimal in der Woche, Mittwoch und Sonntag. Jetzt ist es nur noch sonntags. Und dann kamen die Clickbaits dazu. Das hat sich auch verändert. Das ist ja nicht nur auf YouTube so, sondern schau ins Internet und dann hast du nur noch Horror-Nachrichten und Schlagzeilen und dann gibt es Unwetter, Katastrophen noch und nöcher und Warnungen und der Super-GAU-Hitzesommer und weiß der Geier was. Also es ist ja, überall wirst du zugedonnert mit diesen Nachrichten und ich habe von Anfang an gesagt, das mache ich nicht. Ja, ich hab mir jetzt mal so ein paar Sachen auch aufgeschrieben, so was ich so gelesen habe. Das ist vieles sogar von einem Paar, der große Haken, jetzt reicht's, darum machen wir das nie wieder. Großer Fehler, teurer Fehler, ausweglos, immer schön mit, also fett unterlegt oder Trennungen werden suggeriert. Michael sagt, er findet es ja noch lustig teilweise. Wir gehen getrennte Wege. Ab sofort geht es alleine weiter. Wir haben uns getrennt. Es gibt ganz tolle YouTuber. Ich nenne jetzt mal einen Namen, den darf ich jetzt einfach mal nennen. Das ist Vanilla Ice Cream. Das ist eine auch meiner Lieblings-YouTuberin, die das wirklich so toll macht und die das auch nicht nötig hat und nicht braucht. Und das ganz auf einer ganz bezaubernden Art und Weise macht. Ja, und wir wollen halt diese Clickbaits halt einfach nicht. Und dadurch ist es natürlich aber auch, läuft man die Gefahr halt eben, dass man eben nicht so gefunden wird. Denn es gibt alles. Es gibt alles, was das Herz begehrt, was der Reisende schauen möchte auf YouTube, gibt es. Ausbauten, kleine Autos, Ausbauten, große Autos, Expeditionsmobile, Selbstausbauten, Kastenwagen, dann mit kleinen Autos Weltreisen. Mit kleinen Autos Weltreisen, mit großen Autos. Es gibt Albanien, es gibt Himalaya, es gibt was habe ich mir noch aufgeschrieben? Wo sie überall sind, Mongolei, Island, Afrika. Ja, da kommen wir mit unserer Urlaubsreise aus Dänemark. Nicht ganz mitnehmen. Es ist halt ein bisschen lustig dann auch. Ne? Und ja. Ja, das ist ja auch, wie soll man sagen, YouTube ist ja ein Geschäftsunternehmen. Das ist ja nicht die Heilsarmee oder irgendwas, die versuchen Geld zu verdienen. Und Geld verdienst du bei YouTube mit Werbung. Die versuchen jetzt Werbepartner zu kriegen, das dann zu verkaufen. Und natürlich, umso mehr Leute irgendein Video gucken, umso mehr kann Werbung platziert werden, umso teurer kann sie verkauft werden. Und so läuft das halt nun mal. Und ja, wir sind da nicht attraktiv genug für. Und das ist ja auch nicht schlimm. Mein Gott, wir brauchen das Geld nicht oder so. Aber wie gesagt, man kommt automatisch, rutscht man da rein, dass man sich verrückt macht. Aber ja, es ist auch so, was ich noch sagen wollte, was ich vorhin vergessen habe, was sich so verändert hat auch auf YouTube. Es ist ja heutzutage manchmal gar nicht mehr so der Reisebericht. Das ist fast schon manchmal nebensächlich. Sondern es muss irgendwas passieren. Also irgendein Highlight irgendwie, ja. Man muss Entertainment können und es muss Spannung dahinter sein und es muss mit Spannung eben auch ein Stück weit aufgebaut werden und ja, das ist
Das ist schon Entertainment. Unterhaltung gehört mittlerweile sehr, sehr, sehr stark dazu. Es geht gar nicht mehr nur so wie früher um die Reiseberichte, sondern es ist halt eben auch wie so eine kleine Unterhaltungssendung sozusagen. Der Zuschauer will unterhalten werden. Und ja, das ist halt eben auch nochmal ein Grund, das liegt vor allen Dingen Michael ja nicht so. Und von daher, ich alleine kann euch auch nicht irgendwie, kann auch nicht Handstand machen und mit den Beinen wackeln. Also das geht halt auch nicht. Und deswegen haben wir uns halt so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Dann kam auch noch der Caravan-Salon dazu. Also das war dann so das i-Tüpfelchen bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war dann wirklich das i-Tüpfelchen, wo ich gesagt, da wollte ich eigentlich alles hinschmeißen. Danach wollte ich eigentlich alles hinschmeißen und wollte gar nichts mehr machen. Dann habe ich gedacht, du kannst nicht alles hinschmeißen, weil jetzt hast du jahrelang dran gearbeitet, dann sind alle Videos weg und wir gucken es ja auch mal manchmal an, unsere alten Videos, wie wir früher so ausgesehen haben, und für uns ist das ja auch schön, so das zu beobachten irgendwo. Aber ich war dann so satt danach. Wir hatten uns beworben für eine Akkreditierung auf dem Caravan-Salon, sprich, also du kriegst dann den Eintritt wohl irgendwie, läuft über Presse, und du kriegst auch Parkplätze dort zur Verfügung gestellt. Mir ging es hauptsächlich um die Parkplätze, weil die im Schatten sind. Das ist, meistens sind die so unter diesen kleinen Bäumchen, die da sind. Da ist wenigstens ein bisschen Schatten, wenn es heiß wird. Und es ging mir um unseren Hund, um Dolton. Und ich wollte dieses Jahr auf dem Caravan-Salon sowieso keine Autos filmen, aber ich wollte halt einfach mal das Ganze drumherum auf dem Caravan-Salon filmen. Also mal abends, wenn wir zusammensitzen, wir YouTuber, und mal auch Interviews machen mit Zuschauern, die das natürlich dann wollen und die sich da zur Verfügung stellen, was sie so auf dem Caravan-Salon machen. Und mal einfach so in die Runde gehen und mal so Leute ansprechen und fragen und das Ganze drumherum halt eben auch auf dem Parkplatz abends, auf dem Stellplatz mal dokumentieren. Naja, und dann habe ich mich beworben, und dann kam halt eben, also du musstest dann einen Screenshot von deinen Kanalanalysen machen. Ja, also mit allem, was da so aufgeführt wird auf den Kanalanalysen. Und da war ich eigentlich schon dagegen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich, also das ist mir zu privat irgendwo auch. Ich lasse ja auch nicht irgendjemanden in meine Bücher reingucken, wenn ich eine Firma habe. Und ich habe es dann aber gemacht, weil man musste es ja, und da war mir auch schon klar, was passiert. Naja, und dann haben wir halt eine Absage gekriegt. Und in der Absage stand halt drin, dass wir halt zu wenig Reichweite haben und zu wenig Vielfältigkeit und dass sie sich für YouTuber mit qualitativ besseren Videos entschieden haben. Und der Satz war es dann gewesen. Der hat mich dann tatsächlich wirklich, also das war eine Klatsche ins Gesicht, muss ich sagen. Ich achte schon darauf, dass es eine gute Tonqualität ist, dass wir auch eine gute Bildqualität haben. Wir haben zum Beispiel alles schon mal diese Geschichte jetzt hier gestern gedreht in Krienitz, da komme ich am Ende dazu, und haben aber dann gestern Abend festgestellt, dass es etwas überbelichtet war und nicht gut genug. Und dann setzen wir uns jetzt hier heute nochmal hin und machen das Ganze nochmal, weil es qualitativ so nicht für mich vorzeigbar war. Also von daher, den Schuh ziehe ich mir ehrlich gesagt nicht an. Und ich fand das halt einfach auch unfair. Menschen, die sich einfach nur mal ein Foto von einer Kanalanalyse eines Kanals halt eben anguckt, dann über die Qualität der Videos derjenigen zu urteilen. Und darüber habe ich mich sehr geärgert. Jetzt sind wir im Caravan-Salon Club. Das ist so ein kleiner Verein. Da haben wir halt ab und an mal Interviews gemacht und Umfragen mitgemacht. Und die Dame habe ich dann angeschrieben, habe gesagt, sie kann mich rausnehmen aus dem Club. Und dann schrieb sie zurück, was ist denn los und so. Und dann habe ich ihr das mitgeteilt und rübergeschickt. Und dann hat sie gesagt, sie meldet sich nochmal. Eine Woche später kam dann eine Nachricht nochmal, oder anderthalb Wochen später, vom Caravan-Salon, wir dürfen doch kommen. Na, da hatten wir uns schon anderweitig verplant. Das war dann für mich auch gegessen, das Thema. Aber das war sehr höflich und sehr nett von der Dame vom Caravan-Salon-Club. Da bedanken wir uns auch recht herzlich dafür, dass sie sich da eingesetzt hat. Aber da war nun mal das Kind im Brunnen gefallen, sozusagen. Ne? Hat mal keinen Bock mehr. Und dich hat das ja eh nicht so betroffen. Ich bin immer gerne auf dem Caravan-Salon, weil ja, man trifft sich halt auch mal. Ne? Und, aber wir hätten eh nicht fahren können, jetzt wäre sowieso nicht gegangen. Ne? Also, aber gut, das wollte ich nur mal so erwähnen. Und so kamen halt verschiedene Punkte halt zusammen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, ich denke, das war das Wichtigste, sodass ich einfach mal so die
sagen wir mal so, ich hatte die Luft da raus, ich hatte die Nase voll und ich hatte keinen Mumm mehr gehabt. Und da habe ich mich jetzt meinem anderen Thema mal gewidmet, dem Malen, und das tut mir sehr gut und da habe ich auch Fortschritte gemacht. Das werde ich auch weitermachen und unser Kanal wird in Zukunft wieder ein bisschen anders aussehen. Wir wollen wieder ein Stück weit zurück, so wie es am Anfang war. Ja. Und da werden wir jetzt also unsere Reisen dokumentieren auch, aber eben dann gibt es ein oder zwei Videos von dieser Reise, so eine Gesamtdokumentation über das Land und so weiter und so fort, aber nicht mehr diese vielen einzelnen, Sequenzen. Ja, Sequenzen von täglichen oder die Updates. Das könnt ihr aber auf Instagram sehen, weil da sind wir nämlich auch aktiv und das macht mir richtig viel Spaß auf Instagram. Ja, also da seht ihr immer mal, wo wir gerade sind. Da gibt es auch kleine Reels, also kleine Videos und ihr könnt uns da immer verfolgen, was wir gerade machen und mit uns auch Kontakt aufnehmen. Nach wie vor freuen wir uns auch über, wenn wir uns mal kennenlernen, ne? Mit ja, manchen Leuten. Wir haben so viele nette Bekanntschaften durch YouTube gemacht und das war ja dann auch so ein Stück weit der Grund, warum ich gesagt habe, nee, also ganz aufhören möchte ich nicht, weil dafür gibt es einfach zu viele schöne persönliche Momente auch von YouTube mit anderen. Das möchte ich auch nicht missen. Und dann machen wir Instagram, gell? Machst du? Ja, ich mach das. Und ich hab's noch nicht mal. Nee, Michael hat noch nicht mal Instagram. Oh. Egal, ich mach das und da könnt ihr uns auf jeden Fall regelmäßig eben verfolgen und sehen und können wir in Verbindung bleiben. Und natürlich freue ich mich, dass wenn wir dann mal ein Video rausbringen und wenn ihr dann wieder dabei seid und uns auch schaut und uns nicht ganz vergesst. Aber wir wollen uns einfach diesen Druck rausnehmen. Ne? Das drehen zu müssen, das an dem Tag rausbringen zu müssen und dann noch wirklich stundenschnell vorm Computer sitzen, damit du das dann um die Uhrzeit rausbringen kannst, das muss aufhören. Das muss einfach eine freie Entscheidung sein und wir müssen glücklich damit sein. So ist es. Habe ich jetzt zu viel gesagt? Jo. Aber macht nichts. So, also jetzt noch ganz kurz. Ach so, ich wollte noch kurz was sagen. Es gibt zum Beispiel Nordland-Blog. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Die sind auf Facebook und auf Instagram. Sowas in der Art, das ist total toll. Die machen super schöne Fotos, sind oft oben in Norwegen. Und bei denen funktioniert das eben auch ohne YouTube und wunderbar. Das wollte ich noch sagen, wenn ihr die euch mal anschauen wollt. Nordland Blog. Die sind super, die zwei. So, jetzt noch kurz zu Krienitz. Wir waren letzte Woche von Mittwoch bis gestern Sonntag in Krienitz am Waldschwimmbad. Ja. Und das war toll. Schön. Also uns hat es gut gefallen. Ja. Wir konnten uns dann noch mal ein bisschen erholen. Ist mitten in der Prärie, also mitten im Wald. Deswegen heißt es ja so. Ja. Und man kann sehr gut mit dem Hund spazieren gehen. Ach so. Ich wollte, dass du auch mal was sagst. Also. Ja, also man geht da raus und man ist sofort im Wald. Also wunderbar für Deuten, ein Traum. Dann hatte der noch das Glück, dass noch eine andere Familie mit dem Hund da war. Und also es war für die Hunde war das total klasse gewesen. Und wir haben nette Leute kennengelernt. Wir haben uns gut unterhalten abends, lange draußen gesessen. Super Wetter gehabt, schwimmen gegangen. Also alles supi. Und dann waren wir noch in der Niederlausitzer Heidelandschaft oder wie das heißt, Naturpark Niederlausitzer Heide oder richtig. So, ne? Ja, das war auch richtig toll. Also das ist in Kraupa. Ich mache euch einen Link dann natürlich unter das Video drunter und sehr, sehr schön, lohnt sich dahin zu fahren, jetzt zu dieser Zeit, wenn die so blüht. Also das war ein sehr schöner Tag gewesen. Ja, und Krienitz, also können wir euch wärmstens empfehlen, ist ein Platz für fünf Autos oder sechs, ich habe gar nicht genau geguckt, sechs oder ja. Fünf Autos sind es, mehr ist es nicht. Aber man kann auch zelten da und die haben auch Küche da, die haben Duschen da, die haben Toiletten, eine Waschmaschine, sagtest du? Ja, bei den Männern in der Dusche steht eine Waschmaschine. Warum die bei den Männern steht, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Die geht aber vielleicht nicht mehr. Vielleicht macht das den und das wartet drauf, dass einer mal kommt und sie repariert. Ja. Naja, ich nehme eher an, weil da ist ja auch ein Fußballplatz mit bei, dass vielleicht die Fußballmannschaft nach dem Spiel da ihre Trikots gleich reinschmeißt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also alle 14 Tage wird da wohl Fußball sein, wenn da jemand hinfährt, Sonntagmittags. Ja, ist doch schön. Ja, nun, wenn er keinen Fußball mag, ist das schlecht. Oh, das fetzt doch mal zugucken, ist ja nur tagsüber.
Ja, natürlich. Grillplatz, alles da, wie gesagt, wunderbar. Ja. Also das war richtig schön gewesen, da werden wir bestimmt nochmal hinfahren. Eigentlich habe ich mich schon im Dezember verabredet, ach, der hat übrigens auch im Winter offen, wohl bemerkt. Ja, da haben wir uns nämlich verabredet im Dezember, eventuell, dass wir uns dann nochmal treffen. Mal gucken, ob das klappt. War sehr, sehr schön. Können wir euch wirklich empfehlen. So, das war's. Morgen dann Live-Berichterstattung aus dem OP. Wegen der Klicks, dass wir Zuschauer kriegen. Dann kannst du deine Kamera hier irgendwo reinbauen, sollst du mal mitfilmen. Ich habe mir das übrigens angeguckt auf YouTube, so eine OP, wie das läuft mit der Galle. Ja, wir waren schon so weit, wenn das noch länger dauert, machen wir es hier daheim auf dem Küchentisch selbst. Aber jetzt soll es ja morgen endlich so weit sein. Ja, Gott sei Dank. Das ist, wird aber jetzt auch Zeit. Also das war nicht schön, die letzten Wochen waren nicht schön. Überschrift über dem Video dann, wenn ein Schnitt daneben geht. Ach nee, wenn ein Schiff vorüberfährt. Hör bloß auf. Also wir wollen mal hoffen, dass das morgen alles gut geht. Und vor allen Dingen, wie gesagt, dass es so kleine Schnitte machen können, minimalinvasiv. Das wissen sie noch nicht genau. Nee. Weil da schon eine Narbe ist. Und da muss man gucken, ob das passt. Ne? Und, aber wir drücken jetzt mal ganz fest die Daumen. Und vor allen Dingen, dass es Michael auch dann besser geht. Weil es ging wirklich die letzten Wochen nicht gut. Und das war, dann hat er noch tagelang nichts zu essen gekriegt im Krankenhaus. Nichts. Durfte nichts essen. 3 oder 4 Tage, ne? 3, glaube ich. Nee, 2 Tage. Nach 2 Tagen haben sie, also am nächsten Tag habe ich dann, am dritten Tag habe ich dann was gekriegt. Und Reisschleim, von dem ich bis dahin noch nicht mal wusste, dass das existiert. Aber das gibt's. Ja. Und man glaubt gar nicht, über was man sich freut. Das stimmt. Da hat sich so gefreut, wo er die erste Scheibe Brot gekriegt hat. Das könnte euch gar nicht glauben. Das war ja schon Luxus. Super Steigerung. Und ja. Und Leberwurst. Oh. Ja. Die schöne Schmierleberwurst im Krankenhaus. Der Reisschleim, das ist. Also wenn ihr mal Tapetenkleister seht, die Konsistenz und das Aussehen ist genauso. Ach. Geschmack kann ich nicht beurteilen, weil ich habe mein ganzes Leben noch keinen Tapetenkleister gegessen. Aber egal, ich habe mich gefreut. Ja. Nur diesmal ist es nicht so, weil ich habe keine Entzündung mehr und nichts. Ja, genau. Also da kriege ich dann normales Essen dann. Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir ihn wieder ein bisschen zufüttern können. Da muss was rauf. Da muss was runter. Bis. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich würde dir sofort von Herzen. Ja, von ja. Herzen. Wenn ich die schon alle drauf hätte, gib mir von Herzen was. Von Herzen gebe ich dir das. Kannst du mich rollen? Das wäre perfekt. Naja, von mir meinst nee, du? Nee, die ach mir so. Schon alle gesagt haben, ich gebe dir was von mir. Ach ja, so, klar. Ich habe gedacht, Alene von mir. Nee. Ja gut, also noch ein bisschen Fröhlichkeit am Ende des Videos. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid bis zum Ende. Und ja, ihr hört von uns. Bis bald. Macht's gut. So, jetzt aufstehen. Jetzt geht's ins Bett. Falls ihr eingeschlafen seid. Ciao. Tschüssi. Thank you.